So, hallo, herzlich willkommen. Hier ist euer Nein, Sebastian Power Sieger. Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von CIA Embassy Film. Herzlich willkommen zu dieser Videodokumentation, wo euch universelle Kommunikation aufgezeigt wird. Folgende Situation: Es geht um einen Bojan Panczewski. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, vom Wall Street Journal, also ein Journalist, der circa am 17. Februar auf Phoenix ausgestrahlt wurde in der Sendung Die Phoenix-Runde. Und es geht um Folgendes: Ich habe die Sendung gesehen und bin dann von Geistern kommuniziert worden, beziehungsweise von körperlosen Lebewesen, die einmal als Menschen gelebt haben und die gerne mit dem Bojan Panczewski kommunizieren würden. Ich bin einer von den Menschen, die mit Geistern kommunizieren können, beziehungsweise mit Lebewesen, die einmal als Menschen gelebt haben, ihren menschlichen Körper verloren haben. Und werde euch ein bisschen erklären, was ihr hier seht und vor allem auch dem Bojan Panczewski. Und werde versuchen, den Lebewesen zu ermöglichen, mit mir zu kommunizieren, aber auch so, dass der Bojan Panczewski und die anderen Zuschauer das erkennen und sehen können. Für die, die Kommunikation mit körperlosen Lebewesen, mit Vorfahren, Ahnen oder auch mit Geistern nicht kennen, folgende Information: Solche Lebewesen sind unter bestimmten Umständen in der Lage, sich mit der Symbiose zu vernetzen und die auch zu beeinflussen, sprich das natürliche Umfeld. Und solche Lebewesen können das Wetter nutzen, um sich zu zeigen und gezielt zu kommunizieren, zum Beispiel den Wind. Ich habe hier noch eine Kamera, die filmt hier diese Pflanze einmal und einmal dieses Windmessgerät im Hintergrund. Und ihr werdet später dann so eine Splitscreen-Ansicht bekommen von dieser Situation. Und das Lebewesen, mit dem ich jetzt gleich kommunizieren werde, ist ein Verwandter auf jeden Fall vom Bojan Panczewski, ist die Information, die ich habe. Und eventuell handelt es sich um die Mutter, so wie ich das verstehe. Und das Lebewesen ist heute in der Lage, gezielt den Wind einzusetzen und gezielt zu kanalisieren, sowie die Windstärke gezielt zu steigern. Das heißt, weil das Lebewesen keinen menschlichen Körper mehr hat, wird sie sich darüber zeigen, den Wind einzusetzen und ihn gezielt zu dieser Pflanze zu kanalisieren, sowie zu dem Windmessgerät im Hintergrund. Und sie kann das Windlevel gezielt steigern, wenn sie Ja sagen möchte, zum Beispiel wenn ich Fragen stelle. Dann noch eine wichtige Information vorweg: Ich habe mit dem Lebewesen noch nicht viel kommuniziert. Das heißt, es kann sein, dass das Lebewesen auch erst lernen muss, den Wind, naja, ich sag mal, optimal einzusetzen, damit ihr das als Zuschauer bestmöglich sehen kann. Das heißt, es kann sein, dass wir am Anfang dieses Videos eine kleine Optimierungsphase hinlegen müssen. Ich neil und das Lebewesen, das körperlos ist, mit dem ich gleich kommunizieren werde. Das heißt, die Pflanze ersetzt so ein bisschen die Sprache des ehemaligen Menschen, des Lebewesens, mit dem ich gleich kommunizieren werde. An das Lebewesen: Du bist anwesend und eine Verwandte von Bojan Panczewski, der in der Phoenix-Runde zu sehen war, also ein lebender Mensch, der beim Wall Street Journal arbeitet. Wenn das richtig ist, steigert das Windlevel doch noch mal ein bisschen gezielt, also führe der Pflanze jetzt mehr Wind zu und fang an, die Blätter etwas durchzuschütteln, dass die sich mehr im Wind bewegen. Ich gebe dir jetzt die Möglichkeit zu reagieren und es wäre wichtig, dass dann auch gezielt zu machen, damit der Bojan erkennen kann, dass es gezielte Kommunikation ist. Und ich zeige jetzt mit dem Finger auf die Pflanze, guck mal in die Kamera. Und ihr seht, wenn ihr die Pflanze beobachtet, dass der Pflanze jetzt mehr Wind zugeführt wird. Und die Blätter fangen dann natürlich auch an, mehr zu wackeln in dem Moment, wo mehr Wind in dem Umfeld ist. Ich werde also zwischendurch, wenn ich eine Frage stelle und auf eine Antwort warte, immer mit dem Finger auf die Pflanze zeigen und dem Lebewesen eine kurze Reaktionszeit von ein paar Sekunden nur einräumen, denn ihr müsst ja auch erkennen, dass es gezielte Antworten sind und gezielte Kommunikation. Ein paar Sekunden muss sein, denn der Wind wird ja von draußen nach drinnen kanalisiert. Wir haben jetzt eine Windsteigerung gezielt gesehen bei der ersten Abfrage. Das heißt, ich frage jetzt nochmal: Bist du die Mutter von dem Bojan Panczewski, also das Lebewesen,
die einmal als Mensch gelebt hat, als Frau und den Bojan zur Welt gebracht hat. Und die hat die gezielte Windsteigerung gesehen, wo ich das gefragt habe. Das heißt, ich gehe aktuell davon aus, dass ich mit dem Geist kommuniziere, mit dem Lebewesen, die einmal als Frau gelebt hat. Und die Mutter ist vom Bojan Panczewski, der in der Phoenix-Runde zu sehen war, der Sendung auf Phoenix vom 17. Februar, wo es um das Thema Ukraine-Krise ging. Das zum besseren Verständnis. Und sie bestätigt das nochmal gegen mit der deutlichen Windsteigerung, währenddessen ich das ausgesprochen habe. Für den Bojan und für andere Interessierte, denkt dran, es ist ein Video, das heißt, ihr könnt euch das mehrfach ansehen. Wenn ihr Kommunikation mit Geistern, mit solchen Lebewesen nicht kennt, kann es sein, dass eure Augen sich an die Situation gewöhnen müssen und natürlich auch euer Bewusstsein. Denn ihr seht hier was, was Menschen nicht so häufig sehen, wenn sie durchs Internet surfen. Ich werde die Identifikationsfrage gleich noch ein paar Mal wiederholen, das an den Bojan, also sprich, wenn ich eine Frage habe und das Lebewesen antwortet durch eine Windsteigerung, dann wiederhole ich die Frage ein paar Mal, einfach damit du möglichst viele Abgleichdaten hast, damit du die Antwort ein paar Mal bekommst, um sicherzustellen, dass wir das richtig verstanden. So, und das Lebewesen, währenddessen ich was ausspreche, kann auch Dinge gegenbestätigen, auch durch die Windsteigerung, währenddessen ich spreche. Um für den Bojan das deutlich zu machen und die Zuschauer, ist dann immer wichtig, dass wir auch eine Differenz haben. Das heißt, zwischen den Fragen, ne, wenn ich dir eine Frage stelle und du bestätigst sie, bevor ich dir eine nächste Frage stelle, wäre es gut, die Pflanze wieder zu beruhigen, damit die Zuschauer und der Bojan dann die gezielte Kommunikation auch erkennen. So, und jetzt frage ich das Lebewesen nochmal, du hast also als die Mama vom Bojan Panczewski gelebt. Und wieder seht ihr die gezielte Windsteigerung, wo ich das ausgesprochen habe und die Blätter wurden mehr geschüttelt. Und später wiederhole ich das nochmal, einfach damit der Bojan die Antwort mehrfach hat. Ne? Für den Bojan Panczewski noch ein paar Informationen. Ich heiße also Neil und es gibt eine Website www.cmc.de. Der Link ist auch eingeblendet, wenn das Video veröffentlicht wird. Und man kann mich kontaktieren. Das heißt, du bist ja Journalist, bist also gut im Ermitteln und Recherchieren. Wir könnten uns treffen und du hättest dann die Möglichkeit, die Identität deiner Mutter, wenn sie es ist, live vor Ort in einer Live-Situation zu überprüfen. Ich würde dir zeigen, wie du die Kommunikation verstehen kannst, wenn sie sich zeigt und antwortet. Und dann könntest du sozusagen einen Test vorbereiten und ihr Fangfragen stellen, solche Dinge. Einen Test, wo du davon ausgehst, dass deine Mutter den bestehen würde und andere nicht. Also mit Wissen aus eurem gemeinsamen Leben zum Beispiel. Ne? Für mich als Mensch, ich bekomme Informationen, Lebewesen, die ich schon länger kenne, sind für mich einfach zu identifizieren. Wenn ich jemanden nicht so gut kenne, und das ist bei dem Lebewesen der Fall, dann ist das natürlich für mich auch schwieriger. Ich gehe aber aktuell aufgrund der Bestätigung davon aus, dass es sich um Lebewesen aus deiner Familie handelt, auch weil ich kontaktiert wurde, als ich die Sendung gesehen habe, Phoenix-Runde, und auch entsprechend der Bestätigung. Und die Identität frage ich jetzt gleich nochmal ab. Die Pflanze ist wieder, halt die Pflanze mal kurz ruhig, bitte ich das Lebewesen, mit dem ich hier kommuniziere, die keinen menschlichen Körper hat. Also lass die Pflanze sich kurz beruhigen. Und jetzt frage ich nochmal, kannst du bestätigen, dass du die Mutter von Bojan Panczewski bist? Dann schüttel die Pflanze doch einmal ganz deutlich durch und ich gebe dir die Reaktionszeit. Und wieder sieht der Bojan, dass gezielt mehr Wind dann der Pflanze zugeführt wurde und die Pflanze sich mehr bewegt und immer so kleine Windwellen bekommt. Das heißt, wenn das deine Mutter ist, das Lebewesen, und sie bestätigt das Leben, je länger ich mit ihr kommuniziere, je mehr Möglichkeit hat sie auch zu üben, den Wind gezielt einzusetzen. Ne? Und wenn ich jetzt den Ort wechsle, also wenn ich jetzt wieder mit deiner Mutter kommuniziere, aber mich woanders befinde, dann haben wir wieder ein neues Umfeld, neue Bedingungen, dann kann es wieder sein, dass deine Mama einen Moment braucht oder das Lebewesen, um den Wind gezielt zu kanalisieren und sich da zu optimieren. Grundsätzlich zum besseren Verständnis, falls du dich mit mir treffen möchtest und es ausprobieren möchtest, mit dem Lebewesen direkt zu kommunizieren. Die Lebewesen können eigentlich, wenn sie sich zeigen können und die Bedingungen das zulassen, überall im natürlichen Umfeld sich zeigen und über das natürliche Umfeld kommunizieren. Sprich überall da, wo Wind ist. Jetzt bin ich hier in einem Raum und nur ein Fenster ist offen. Draußen ist das noch viel beeindruckender und kann das noch viel besser funktionieren.
Und jetzt habe ich hier eine Pflanze stehen, einfach um das für die Zuschauer und für dich, Bojan, auch möglichst einfach zu machen. Man kann auch mit dem Lebewesen was abstimmen und dann zum Beispiel mehrere Pflanzen nehmen, die ein bisschen weiter auseinander stehen und vereinbaren, dass wenn sie Ja sagen möchte, dass sie eine Pflanze nutzt und das Windlevel dort steigert, die Windstärke, sodass die Blätter reagieren, um Ja zu sagen und vereinbaren, dass eine andere Pflanze genommen wird, falls das Lebewesen Nein sagen möchte. Und dann kann man sozusagen so eine Skala aufbauen, eine Pflanze für Ja, eine Pflanze für Nein, eine Pflanze für die Antwort, ich bin mir nicht sicher. Und dann kann das Lebewesen jeweils die Pflanze als Tool benutzen, um auszusagen, was es aussagen möchte. Das zum besseren Verständnis. Jetzt frage ich deine Mutter, du wärst gerne in der Lage, mit dem Bojan Pančevski und den anderen lebenden Familienmitgliedern umfangreicher zu kommunizieren, sodass die das auch verstehen können. Liege ich da richtig? Wenn ja, dann steigere doch das Windlevel jetzt nochmal deutlich dafür und ich gebe dir eine kurze Reaktionszeit. Den Zuschauern sage ich, ich sehe schon eine Windsteigung, das heißt, die Blätter fangen schon an, sich mehr zu bewegen und jetzt wurde es noch ein bisschen deutlicher. Ich mache das immer transparent und gebe dem Lebewesen aber auch eine Reaktionszeit. Wenn du das nochmal gegenbestätigen möchtest, dann schick auch nochmal so eine schicke Windwelle. Probier das mal, die Blätter ein bisschen in die Richtung zu bewegen, also so nach vorne. Und das haben wir noch nicht geübt, sage ich dem Bojan. Ich will deine Mama jetzt nicht überfordern, wenn es ist, aber dann können wir das mal ein bisschen üben. Und sonst steigere das Windlevel doch jetzt nochmal gezielt, wenn du das bestätigen möchtest. Und wieder sehen wir mehr Wind. Das mit dem ganz nach vorne klappen hat noch nicht funktioniert, aber das ist eine Übungsfrage. Ja? Also da nicht verzweifeln, sondern da muss man dem Gegenüber auch immer eine Optimierungschance geben. Sprich, das Lebewesen bestätigt mir gegen durch die Windsteigerung und kann den Wind auch jetzt nochmal steigern, währenddessen ich es ausspreche, wenn es möchte. Sie wäre gerne in der Lage, mit dir direkt zu kommunizieren und auch so zu kommunizieren, dass wenn sie sich zeigt darüber, dass sie Wind einsetzt, dass du das direkt verstehen kannst. Also sie würde sich, glaube ich, freuen, wenn du erlernen würdest, ihre Antworten zu sehen, wenn sie den Wind nutzt, um zu kommunizieren, damit sie dann in der Lage wäre, mit dir direkt zu kommunizieren. Und das war so richtig. Dann reagier doch nochmal mit einer deutlicheren Windsteigerung. Das ist immer für die Kameras ganz wichtig. Und ich halte mal kurz den Mund, damit du deutlich reagieren kannst. So, und wieder habe ich gesehen, ne, dass mehr Wind zugeführt wurde und die Blätter reagiert haben und mehr gewackelt haben. Auch hier, wo ich mit dem Finger jetzt hinzeige, führt das Lebewesen Wind zu, gezielter, wo ich mit dem Finger hingezeigt habe, aus meinem Blickwinkel, der so ist im Moment. Das betrifft diesen Teil der Pflanze. Und damit bestätigt das Lebewesen das Gegen. Und jetzt frage ich nochmal, und wieder seht ihr eine gezielte Reaktion. Sie hat gezielt das Windlevel gesteigert. Und für dich, Bojan, und die Familienmitglieder heißt das, sie würde sich sehr freuen, wenn ihr das erlernt, so die Kommunikation zu verstehen, damit ihr dann die Möglichkeit hättet, direkt ihr Fragen zu stellen und sie die Möglichkeit hätte, eure Fragen direkt mit Ja und Nein zum Beispiel zu beantworten. Das zum besseren Verständnis. Und dafür siehst du auch die deutliche Windsteigerung. Das wird von dem Lebewesen ganz deutlich gegenbestätigt. Das Windlevel ist super. Das können die Zuschauer dann deutlich erkennen, auch mit den Kameras. Für den Bojan Pančevski, du bist ja Journalist, dann ist dir das sicherlich bekannt, wenn man was filmt. Das ist schon ganz gut. Aber das menschliche Auge sieht viel mehr. Das heißt, ich muss mich mit dem Lebewesen auch immer so optimieren, wenn ich universelle Kommunikation betreibe und das filme, dass die Kameras das bestmöglich einfangen können, denn ich sehe mit meinem menschlichen Auge noch mehr, als die Kameras das filmen und ich fühle natürlich auch mehr. Wärst du jetzt in einer Live-Situation, dann würdest du zum Beispiel auch in dem Moment, wo das Windlevel dann gezielt hier in den Raum geführt wird und die Blätter anfangen sich zu bewegen, würdest du das auch auf deiner Haut spüren. Und dasselbe ist natürlich draußen. Das heißt, die Sensorik des eigenen menschlichen Körpers plus die Augen, das fängt viel mehr ein, als wenn man nur ein Video guckt. Du kannst mich also gerne über die Website crmsc.de kontaktieren. Dann können wir uns treffen und dann würde ich wieder probieren, das Lebewesen zu erreichen. Und sie würde sich dann gezielt zeigen, gezielt deine Fragen beantworten, gezielt so einen Identifikationstest auch beantworten, falls du da Fragen hast, um die Identifikation sicherzustellen. Und dann würde ich dir beibringen, wie du mit dem Lebewesen selbst kommunizieren kannst,
dass du sozusagen erlernen kannst, die Antworten zu verstehen. Und dann könntet ihr auch untereinander kommunizieren, wenn ich nicht da bin. Das zum besten Verständnis. Wenn du es gegenbestätigen möchtest, nochmal, dann steiger nochmal das Windlevel, wenn du gegenbestätigst, dass du bereit wärst, die Fragen zur Identifikation zu beantworten. Und wenn du gegenbestätigen möchtest, dass es dich sehr freuen würde, wenn der Bojan und andere Familienmitglieder sich die Zeit nehmen würden, zum Termin zu kommen, wo du dich dann direkt selber nochmal zeigen kannst und selber mit ihnen kommunizieren kannst. Und ihr seht die deutliche Windsteigerung ganz gezielt, da hat sie richtig viel Wind reingeschickt, um das ganz deutlich zu machen. Das zum besten Verständnis. So, ich habe heute mehrere Videos aufgenommen und vielleicht nehme ich später noch eins auf. Darum werde ich das Video nicht zu lang halten. Aber der Bojan kann mich kontaktieren. Und an die Damen und Herren von der Phoenix-Runde darf ich noch Folgendes sagen. Es gab neben dem Bojan Panczewski auch noch eine Rebecca Barth in der Sendung vom 17. Februar 2022. Und auch bei der Rebecca Barth ist es so, dass es Lebewesen gab, die mich kontaktiert haben, die wohl zu ihrer Familie gehören, also mal als Menschen gelebt haben und Familienmitglieder von ihr sind, die sie gern erreichen möchten. Wenn ich schaffen werde, wird es auch dazu bald noch ein Online-Video geben, was ihr dann finden könnt. Das noch als gesonderter Hinweis, weil es im Zusammenhang mit der Videoserie Phoenix-Runde vom 17. Februar 2022 steht. Sprich, ich werde noch mit anderen Geistern kommunizieren, die wohl zu der Familie von der Rebecca Barth gehören. Die Rebecca Barth ist eine andere Journalistin, die in der Sendung zu sehen war. Dieses Lebewesen ist wohl ein Familienmitglied von dem Journalisten Bojan Panczewski. Ich werde den Namen und ein Foto auch einblenden, wenn das in Ordnung ist. Und ich hoffe, das ist in Ordnung. Ich kann es jetzt nicht mit ihm abklären, weil ich keine Kontaktdaten habe. Der Bojan Panczewski, der fürs Wall Street Journal tätig ist und am 17. Februar 2022 in der Phoenix-Runde zu sehen war zu dem Thema Ukraine-Krise. So, ich hoffe, du freust dich, dass ich das Video mit dir gemacht habe. Frage ich den Geist, der den Wind kanalisiert und die Pflanze nutzt, um sich zu zeigen und zu kommunizieren. Und die Bestätigung ist da, durch die Windsteigerung gezielt. Ja? Das heißt, ich probiere hier dem Nebelwesen, die keinen menschlichen Körper mehr hat, einen Gefallen zu tun, damit der Bojan Panczewski das verstehen kann und die Chance hat, wieder mit dem Lebewesen zu kommunizieren, die heute keinen menschlichen Körper mehr hat. Und ich hoffe, so auch dem Bojan Panczewski einen kleinen Gefallen getan zu haben, denn viele Menschen sind ja nicht in der Lage, mit Geistern zu kommunizieren, beziehungsweise mit Lebewesen, die haben als Menschen gelebt haben. Und du möchtest dich noch verabschieden vom Bojan oder beziehungsweise sagen, bis später, in der Hoffnung, dass er zu so einem Termin sich meldet, damit du dann direkt mit ihm kommunizieren kannst, dann steiger doch das Windlevel noch einmal dafür. Und ich bin noch mal kurz ruhig und sag aber schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Euer neuer Sebastian Powersieger. Du möchtest noch was sagen? Kriege ich als Information. Du möchtest dem Bojan mitteilen, dass es dir halbwegs gut geht und dass er sich keine Sorge machen soll. Habe ich das richtig verstanden? Wenn ich das richtig verstanden habe, dann steigert das Windlevel doch noch einmal deutlich dafür. Und für den Bojan die Erklärung, das kannst du in anderen Videos von mir auch sehen, diese Lebewesen haben die Möglichkeit, mit mir auch per Gedankentransfer zu kommunizieren, weil ich sowas wie ein Medium bin, wie Menschen das bezeichnen würden, sprich ich habe gelernt, in meinen Gedanken fremden Input zu erkennen und das zu Kommunikationszwecken zu nutzen, beziehungsweise können Geister und Lebewesen, die sich in Symbiose mit meinem menschlichen Körper verknüpfen können, können das nutzen, indem sie Gedanken in meinem menschlichen Kopf erzeugen. Und ich habe halt gelernt, diese Gedanken von meinen eigenen differenziert zu erkennen. So, und das Lebewesen hier bestätigt jetzt nochmal gegen mit einer gezielten Windsteigerung, steigert das nochmal deutlich, dass es ihr halbwegs gut geht und dass der Bojan Panczewski sich keine Sorgen um sie machen soll. Und ansonsten, das war die Windsteigerung dafür, und ansonsten wird sie sich freuen, wenn der Bojan sich meldet zu einem Termin, um direkt mit ihm kommunizieren zu können. Und steigert jetzt noch das Windlevel einmal, um bis später zu sagen für den Bojan Panczewski. Dann bin ich nochmal kurz ruhig. Und das Lebewesen verabschiedet sich sozusagen von dir, Bojan, mit der Windsteigerung, die jetzt kommt. Und da ist es schon. Gezielt und deutlich. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Name ist Sebastian Powersieger. Achso, und das noch als Information. Das Video mit der Rebecca Barth wird dann hoffentlich, ich glaube, Rebecca Barth hieß sie, ich habe sie jetzt hier nicht auf dem Zettel stehen, wird dann hoffentlich
auch bald online sein. Das kann einen Moment dauern, aber da die besondere Information bei dir halt beide in derselben Sendung waren, erwähne ich das in diesem Video auch. Vielen Dank fürs Zuschauen und viele weitere Videos findet ihr auch auf der Website www.crmbc.de, einer Website für Vorfahren an Kommunikation und für die Kommunikation mit Geistern. So, hallo, herzlich willkommen, hier ist euer Neil Sebastian Power Sieger, herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von CIA Embassy Film, herzlich willkommen zu dieser Videodokumentation, wo euch universelle Kommunikation aufgezeigt wird. Folgende Situation, es geht um einen Bojan Panchevski, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, vom Wall Street Journal, also ein Journalist, der circa am 17. Februar auf Phoenix ausgestrahlt wurde in der Sendung Die Phoenix-Runde. Und es geht um Folgendes, ich habe die Sendung gesehen und bin dann von Geistern kommuniziert worden, beziehungsweise von körperlosen Lebewesen, die einmal als Menschen gelebt haben und die gerne mit dem Bojan Panchevski kommunizieren würden. Ich bin einer von den Menschen, die mit Geistern kommunizieren können, beziehungsweise mit Lebewesen, die einmal als Menschen gelebt haben, ihren menschlichen Körper verloren haben, und werde euch ein bisschen erklären, was ihr hier seht und vor allem auch dem Bojan Panchevski. Und werde versuchen, den Lebewesen zu ermöglichen, mit mir zu kommunizieren, aber auch so, dass der Bojan Panchevski und die anderen Zuschauer das erkennen und sehen können. Für die, die Kommunikation mit körperlosen Lebewesen, mit Vorfahren, Ahnen oder auch mit Geistern nicht kennen, folgende Information. Solche Lebewesen sind unter bestimmten Umständen in der Lage, sich mit der Symbiose zu vernetzen und die auch zu beeinflussen, sprich das natürliche Umfeld. Und solche Lebewesen können das Wetter nutzen, um sich zu zeigen und gezielt zu kommunizieren, zum Beispiel den Wind. Ich habe hier noch eine Kamera, die filmt hier diese Pflanze einmal und einmal dieses Windmessgerät im Hintergrund. Und ihr werdet später dann so eine Splitscreen-Ansicht bekommen von dieser Situation. Und das Lebewesen, mit dem ich jetzt gleich kommunizieren werde, ist ein Verwandter auf jeden Fall vom Bojan Panchevski, ist die Information, die ich habe. Und eventuell handelt es sich um die Mutter, so wie ich das verstehe. Und das Lebewesen ist heute in der Lage, gezielt den Wind einzusetzen und gezielt zu kanalisieren, sowie die Windstärke gezielt zu steigern. Das heißt, weil das Lebewesen keinen menschlichen Körper mehr hat, wird sie sich darüber zeigen, den Wind einzusetzen und den gezielt zu dieser Pflanze zu kanalisieren, sowie zu dem Windmessgerät im Hintergrund. Und sie kann das Windlevel gezielt steigern, wenn sie Ja sagen möchte, zum Beispiel wenn ich Fragen stelle. Dann noch eine wichtige Information vorweg. Ich habe mit dem Lebewesen noch nicht viel kommuniziert. Das heißt, es kann sein, dass das Lebewesen auch erst lernen muss, den Wind, ich sag mal, optimal einzusetzen, damit ihr das als Zuschauer bestmöglich sehen kann. Das heißt, es kann sein, dass wir am Anfang dieses Videos eine kleine Optimierungsphase hinlegen müssen. Ich, Neil, und das Lebewesen, das körperlos ist, mit dem ich gleich kommunizieren werde. Das heißt, die Pflanze ersetzt so ein bisschen die Sprache des ehemaligen Menschen, des Lebewesens, mit dem ich gleich kommunizieren werde. An das Lebewesen, du bist anwesend und eine Verwandte von Bojan Panchevski, der in der Phoenix-Runde zu sehen war, also ein lebender Mensch, der beim Wall Street Journal arbeitet. Wenn das richtig ist, steiger das Windlevel doch noch mal ein bisschen gezielt, also führ der Pflanze jetzt mehr Wind zu und fang an, die Blätter etwas durchzuschütteln, dass die sich mehr im Wind bewegen. Ich gebe dir jetzt die Möglichkeit zu reagieren und es wäre wichtig, dass dann auch gezielt zu machen, damit der Bojan erkennen kann, dass es gezielte Kommunikation ist. Und ich zeige jetzt mit dem Finger auf die Pflanze, guck mal in die Kamera, und ihr seht, wenn ihr die Pflanze beobachtet, dass der Pflanze jetzt mehr Wind zugeführt wird und die Blätter fangen dann natürlich auch an, mehr zu wackeln in dem Moment, wo mehr Wind in dem Umfeld ist. Ich werde also zwischendurch, wenn ich eine Frage stelle und auf eine Antwort warte, immer mit dem Finger auf die Pflanze zeigen und dem Lebewesen eine kurze Reaktionszeit von ein paar Sekunden nur einräumen, denn ihr müsst ja auch erkennen, dass es gezielte Antworten sind und gezielte Kommunikation. Ein paar Sekunden muss sein, denn der Wind wird ja von draußen nach drinnen kanalisiert.
Wir haben jetzt eine Gewinnsteigerung gezielt gesehen bei der ersten Abfrage. Das heißt, ich frage jetzt nochmal, bist du die Mutter von dem Bojan Panczewski, also das Lebewesen, die einmal als Mensch gelebt hat, als Frau und den Bojan zur Welt gebracht hat? Und ihr habt die gezielte Gewinnsteigerung gesehen, wo ich das gefragt habe. Das heißt, ich gehe aktuell davon aus, dass ich mit dem Geist kommuniziere, mit dem Lebewesen, die einmal als Frau gelebt hat und die Mutter ist vom Bojan Panczewski, der in der Phoenix-Runde zu sehen war, der Sendung auf Phoenix vom 17. Februar, wo es um das Thema Ukraine-Krise ging. Das zum besseren Verständnis. Und sie bestätigt das nochmal gegen mit der deutlichen Gewinnsteigerung, währenddessen ich das ausgesprochen habe. Für den Bojan und für andere Interessierte, denkt dran, es ist ein Video, das heißt, ihr könnt euch das mehrfach ansehen. Wenn ihr Kommunikation mit Geistern, mit solchen Lebewesen nicht kennt, kann es sein, dass eure Augen sich an die Situation gewöhnen müssen und natürlich auch euer Bewusstsein. Denn ihr seht hier was, was Menschen nicht so häufig sehen, wenn sie durchs Internet surfen. Ich werde die Identifikationsfrage gleich noch ein paar Mal wiederholen, das an den Bojan, also sprich, wenn ich eine Frage habe und das Lebewesen antwortet durch eine Windsteigerung, dann wiederhole ich die Frage ein paar Mal, einfach damit du möglichst viele Abgleichdaten hast, damit du die Antwort ein paar Mal bekommst, um sicherzustellen, dass wir das richtig verstanden. So, und das Lebewesen, währenddessen ich was ausspreche, kann auch Dinge gegenbestätigen, auch durch die Windsteigerung, währenddessen ich spreche. Um für den Bojan das deutlich zu machen und den Zuschauer ist dann immer wichtig, dass wir auch eine Differenz haben. Das heißt, zwischen den Fragen, ne, wenn ich dir eine Frage stelle und du bestätigst die, bevor ich dir eine nächste Frage stelle, wäre es gut, die Pflanze wieder zu beruhigen, damit die Zuschauer und der Bojan dann die gezielte Kommunikation auch erkennen. So, und jetzt frage ich das Lebewesen nochmal, du hast also als die Mama von Bojan Panczewski gelebt. Und wieder seht ihr die gezielte Windsteigerung, wo ich das ausgesprochen habe und die Blätter wurden mehr geschüttelt. Und später wiederhole ich das nochmal, einfach damit der Bojan die Antwort mehrfach hat. Ne? Für den Bojan Panczewski noch ein paar Informationen. Ich heiße also Neil und es gibt eine Website www.crmsc.de. Der Link ist auch eingeblendet, wenn das Video veröffentlicht wird. Und man kann mich kontaktieren. Das heißt, du bist ja Journalist, bist also gut im Ermitteln und Recherchieren. Wir könnten uns treffen und du hättest dann die Möglichkeit, die Identität deiner Mutter, wenn sie es ist, live vor Ort in einer Live-Situation zu überprüfen. Ich würde dir zeigen, wie du die Kommunikation verstehen kannst, wenn sie sich zeigt und antwortet. Und dann könntest du sozusagen einen Test vorbereiten und ihr Fangfragen stellen, solche Dinge. Ein Test, wo du davon ausgehst, dass deine Mutter den bestehen würde und andere nicht. Also mit Wissen aus eurem gemeinsamen Leben zum Beispiel. Ne? Für mich als Mensch, ich bekomme Informationen, Lebewesen, die ich schon länger kenne, sind für mich einfach zu identifizieren. Wenn ich jemanden nicht so gut kenne, und das ist bei dem Lebewesen der Fall, dann ist das natürlich für mich auch schwieriger. Ich gehe aber aktuell aufgrund der Bestätigung davon aus, dass es sich um Lebewesen aus deiner Familie handelt, auch weil ich kontaktiert wurde, als ich die Sendung gesehen habe, Phoenix-Runde, und auch entsprechend der Bestätigung. Und die Identität frage ich jetzt gleich nochmal ab. Die Pflanze ist wieder, halt die Pflanze mal kurz ruhig, bitte ich das Lebewesen, mit dem ich hier kommuniziere, die keinen menschlichen Körper hat. Also lass die Pflanze sich kurz beruhigen. Und jetzt frage ich nochmal, kannst du bestätigen, dass du die Mutter von Bojan Panczewski bist? Dann schüttel die Pflanze doch einmal ganz deutlich durch und ich gebe dir die Reaktionszeit. Und wieder sieht der Bojan, dass gezielt mehr Wind dann der Pflanze zugeführt wurde und die Pflanze sich mehr bewegt und immer so kleine Windwellen bekommt. Das heißt, wenn das deine Mutter ist, das Lebewesen, und sie bestätigt das gegen, je länger ich mit ihr kommuniziere, je mehr Möglichkeit hat sie auch zu üben, den Wind gezielt einzusetzen. Ne? Und wenn ich jetzt den Ort wechsle, also wenn ich jetzt wieder mit deiner Mutter kommuniziere, aber mich woanders befinde, dann haben wir wieder ein neues Umfeld, neue Bedingungen, dann kann es wieder sein, dass deine Mama einen Moment braucht oder das Lebewesen, um den Wind gezielt zu kanalisieren und sich da zu optimieren. Grundsätzlich zum besten Verständnis, falls du dich mit mir treffen möchtest und das ausprobieren möchtest,
mit den Lebewesen direkt zu kommunizieren. Die Lebewesen können eigentlich, wenn sie sich zeigen können und die Bedingungen das zulassen, überall im natürlichen Umfeld sich zeigen und über das natürliche Umfeld kommunizieren. Sprich, überall da, wo Wind ist. Jetzt bin ich hier in einem Raum und nur ein Fenster ist offen. Draußen ist das noch viel beeindruckender und kann das noch viel besser funktionieren. Und jetzt habe ich hier eine Pflanze stehen, einfach um das für die Zuschauer und für dich, Bojan, auch möglichst einfach zu machen. Man kann auch mit dem Lebewesen was abstimmen und dann zum Beispiel mehrere Pflanzen nehmen, die ein bisschen weiter auseinander stehen und vereinbaren, dass wenn sie Ja sagen möchte, dass sie eine Pflanze nutzt und das Windlevel dort steigert, die Windstärke, sodass die Blätter reagieren, um Ja zu sagen und vereinbaren, dass eine andere Pflanze genommen wird, falls das Lebewesen Nein sagen möchte. Und dann kann man sozusagen so eine Skala aufbauen, eine Pflanze für Ja, eine Pflanze für Nein, eine Pflanze für die Antwort, ich bin mir nicht sicher. Und dann kann das Lebewesen jeweils die Pflanze als Tool benutzen, um auszusagen, was es aussagen möchte, das zum besseren Verständnis. Jetzt frage ich deine Mutter, du wärst gerne in der Lage, mit dem Bojan Pančevski und den anderen lebenden Familienmitgliedern umfangreicher zu kommunizieren, sodass die das auch verstehen können. Liege ich da richtig? Wenn ja, dann steigere doch das Windlevel jetzt nochmal deutlich dafür und ich gebe dir eine kurze Reaktionszeit. Den Zuschauern sage ich, ich sehe schon eine Windsteigerung, das heißt, die Blätter fangen schon an, sich mehr zu bewegen und jetzt wurde es noch ein bisschen deutlicher. Ich mache das immer transparent und gebe dem Lebewesen aber auch eine Reaktionszeit. Wenn du das nochmal gegenbestätigen möchtest, dann schick doch nochmal so eine schicke Windwelle. Probier das mal, die Blätter ein bisschen in die Richtung zu bewegen, also so nach vorne. Und das haben wir noch nicht geübt, sage ich dem Bojan. Ich will deine Mama jetzt nicht überfordern, wenn es ist, aber dann können wir das mal ein bisschen üben. Und sonst steigert das Windlevel doch jetzt nochmal gezielt, wenn du das bestätigen möchtest. Und wieder sehen wir mehr Wind. Das mit dem ganz nach vorne klappen hat noch nicht funktioniert, aber das ist eine Übungsfrage. Ja? Also da nicht verzweifeln, sondern da muss man dem Gegenüber auch immer eine Optimierungschance geben. Sprich, das Lebewesen bestätigt mir gegen durch die Windsteigerung und kann den Wind auch jetzt nochmal steigern, währenddessen ich ausspreche, wenn es möchte. Sie wäre gern in der Lage, mit dir direkt zu kommunizieren und auch so zu kommunizieren, dass wenn sie sich zeigt darüber, dass sie Wind einsetzt, dass du das direkt verstehen kannst. Also sie würde sich, glaube ich, freuen, wenn du erlernen würdest, ihre Antworten zu sehen, wenn sie den Wind nutzt, um zu kommunizieren, damit sie dann in der Lage wäre, mit dir direkt zu kommunizieren. Und das war so richtig. Dann reagier doch nochmal mit einer deutlicheren Windsteigerung. Das ist immer für die Kameras ganz wichtig. Und ich halte mal kurz den Mund, damit du deutlich reagieren kannst. So, und wieder habe ich gesehen, ne, dass mehr Wind zugeführt wurde und die Blätter reagiert haben und mehr gewackelt haben. Auch hier, wo ich mit dem Finger jetzt hinzeige, führt das Lebewesen Wind zu. Gezielt da, wo ich mit dem Finger hingezeigt habe, aus meinem Blickwinkel, der so ist im Moment. Das betrifft diesen Teil der Pflanze. Und damit bestätigt das Lebewesen das Gegen. Und jetzt frage ich nochmal. Und wieder seht ihr eine gezielte Reaktion. Sie hat gezielt das Windlevel gesteigert. Und für dich, Bojan, und die Familienmitglieder heißt das, sie würde sich sehr freuen, wenn ihr das erlernt, so die Kommunikation zu verstehen, damit ihr dann die Möglichkeit hättet, direkt ihr Fragen zu stellen und sie die Möglichkeit hätte, eure Fragen direkt mit Ja und Nein zum Beispiel zu beantworten. Das zum besten Verständnis. Und dafür siehst du auch die deutliche Windsteigerung. Das wird von dem Lebewesen ganz deutlich gegenbestätigt. Das Windlevel ist super, das können die Zuschauer dann deutlich erkennen, auch mit den Kameras. Für den Bojan Pančevski, du bist ja Journalist, dann ist dir das sicherlich bekannt, wenn man was filmt, das ist schon ganz gut, aber das menschliche Auge sieht viel mehr. Das heißt, ich muss mich mit dem Lebewesen auch immer so optimieren, wenn ich universelle Kommunikation betreibe und das filme, dass die Kameras das bestmöglich einfangen können, denn ich sehe mit meinem menschlichen Auge noch mehr, als die Kameras das filmen und ich fühle natürlich auch mehr. Wärst du jetzt in einer Live-Situation, dann würdest du zum Beispiel auch in dem Moment, wo das Windlevel dann gezielt hier in den Raum geführt wird und die Blätter anfangen sich zu bewegen, würdest du das auch auf deiner Haut spüren. Und dasselbe ist natürlich draußen. Das heißt, die Sensorik des eigenen menschlichen Körpers plus die Augen, das fängt viel mehr ein, als wenn man nur ein Video guckt. Du kannst mich also gerne über die Website CRMSC
Sportpodcast@gmx.de kontaktieren. Dann können wir uns treffen und dann würde ich wieder probieren, das Lebewesen zu erreichen. Und sie würde sich dann gezielt zeigen, gezielt deine Fragen beantworten, gezielt so einen Identifikationstest auch beantworten, falls du da Fragen hast, um die Identifikation sicherzustellen. Und dann würde ich dir beibringen, wie du mit dem Lebewesen selbst kommunizieren kannst, dass du sozusagen erlernen kannst, die Antworten zu verstehen. Und dann könntet ihr auch untereinander kommunizieren, wenn ich nicht da bin. Das zum besseren Verständnis. Wenn du es gegenbestätigen möchtest, nochmal, dann steigere nochmal das Windlevel, wenn du gegenbestätigst, dass du bereit wärst, die Fragen zur Identifikation zu beantworten. Und wenn du gegenbestätigen möchtest, dass es dich sehr freuen würde, wenn der Bojan und andere Familienmitglieder sich die Zeit nehmen würden, zum Termin zu kommen, wo du dich dann direkt selber nochmal zeigen kannst und selber mit ihnen kommunizieren kannst. Und ihr seht die deutliche Windsteigerung ganz gezielt, da habt ihr richtig viel Wind reingeschickt, um das ganz deutlich zu machen. Das zum besseren Verständnis. So, ich habe heute mehrere Videos aufgenommen und vielleicht nehme ich später noch eins auf. Darum werde ich das Video nicht zu lang halten. Aber der Bojan kann mich kontaktieren. Und an die Damen und Herren von der Phoenix-Runde darf ich noch Folgendes teilen. Es gab neben dem Bojan Panczewski auch noch eine Rebecca Barth in der Sendung vom 17. Februar 2022. Und auch bei der Rebecca Barth ist es so, dass es Lebewesen gab, die mich kontaktiert haben, die wohl zu ihrer Familie gehören, also mal als Menschen gelebt haben und Familienmitglieder von ihr sind, die sie gern erreichen möchten. Wenn ich schaffen werde, wird es auch dazu bald noch ein Online-Video geben, was ihr dann finden könnt. Das noch als gesonderter Hinweis, weil es im Zusammenhang mit der Videoserie Phoenix-Runde vom 17. Februar 2022 steht. Sprich, ich werde mal mit anderen Geistern kommunizieren, die wohl zu der Familie von der Rebecca Barth gehören. Die Rebecca Barth ist eine andere Journalistin, die in der Sendung zu sehen war. Dieses Lebewesen ist wohl ein Familienmitglied von dem Journalisten Bojan Panczewski. Ich werde den Namen und ein Foto auch einblenden, wenn das in Ordnung ist. Und ich hoffe, das ist in Ordnung. Ich kann es jetzt nicht mit ihm abklären, weil ich keine Kontaktdaten habe. Der Bojan Panczewski, der fürs Wall Street Journal tätig ist und am 17. Februar 2022 in der Phoenix-Runde zu sehen war zu dem Thema Ukraine-Krise. So, ich hoffe, du freust dich, dass ich das Video mit dir gemacht habe. Frage ich den Geist, der den Wind kanalisiert und die Pflanzen nutzt, um sich zu zeigen und zu kommunizieren. Und die Bestätigung ist da, durch die Windsteigerung gezielt. Ja? Das heißt, ich probiere hier dem Lebewesen, die keinen menschlichen Körper mehr hat, einen Gefallen zu tun, damit der Bojan Panczewski das verstehen kann und die Chance hat, wieder mit dem Lebewesen zu kommunizieren, die heute keinen menschlichen Körper mehr hat. Und ich hoffe, so auch dem Bojan Panczewski einen kleinen Gefallen getan zu haben, denn viele Menschen sind ja nicht in der Lage, mit Geistern zu kommunizieren, beziehungsweise mit Lebewesen, die einmal als Menschen gelebt haben. Und du möchtest dich noch verabschieden vom Bojan oder beziehungsweise sagen, bis später? In der Hoffnung, dass er zu so einem Termin sich meldet, damit du dann direkt mit ihm kommunizieren kannst, dann steigere doch das Windlevel noch einmal dafür. Und ich bin noch mal kurz ruhig und sag aber schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Neil Sebastian Powersieger. Du möchtest noch was sagen? Kriege ich als Information. Du möchtest dem Bojan mitteilen, dass es dir halbwegs gut geht und dass er sich keine Sorge machen soll. Habe ich das richtig verstanden? Wenn ich das richtig verstanden habe, dann steigert das Windlevel doch noch einmal deutlich dafür. Und für den Bojan die Erklärung, das kannst du in anderen Videos von mir auch sehen, diese Lebewesen haben die Möglichkeit, mit mir auch per Gedankentransfer zu kommunizieren, weil ich sowas wie ein Medium bin, wie Menschen das bezeichnen würden, sprich ich habe gelernt, in meinen Gedanken fremden Input zu erkennen und das zu Kommunikationszwecken zu nutzen, beziehungsweise können Geister und Lebewesen, die sich in Symbiose mit meinem menschlichen Körper verknüpfen können, können das nutzen, indem sie Gedanken in meinem menschlichen Kopf erzeugen. Und ich habe halt gelernt, diese Gedanken von meinen eigenen differenziert zu erkennen. So, und das Lebewesen hier bestätigt jetzt nochmal gegen mit einer gezielten Windsteigerung und steigert das nochmal deutlich, dass es ihr halbwegs gut geht und dass der Bojan Panczewski sich keine Sorgen um sie machen soll. Und ansonsten, das war die Windsteigerung dafür, und ansonsten wird sie sich freuen, wenn der Bojan sich meldet zu einem Termin, um direkt mit ihm kommunizieren zu können. Und steigert jetzt noch das Windlevel einmal, um bis später zu sagen, für den Bojan Panczewski. Dann bin ich nochmal kurz ruhig.
Und das Lebewesen verabschiedet sich sozusagen von dir, Bojan, mit der Windsteigerung, die jetzt kommt. Und da ist es schon. Gezielt und deutlich. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Nahe Sebastian Power-Sieger. Achso, und das noch als Information. Das Video mit der Rebecca Barth wird dann hoffentlich, ich glaube, Rebecca Barth hieß sie, ich habe sie jetzt hier nicht auf dem Zettel stehen, wird dann hoffentlich auch bald online sein. Das kann einen Moment dauern, aber da die besondere Information, weil die halt beide in derselben Sendung waren, erwähne ich das in diesem Video auch. Vielen Dank fürs Zuschauen und viele weitere Videos findet ihr auch auf der Website www.crmbc.de, einer Website für Vorfahren-Ahnen-Kommunikation und für die Kommunikation mit Geistern.